Hey Freunde, herzlich willkommen bei eurem Tulfa und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Und wir schauen uns heute etwas an. Boah, wir haben uns das schon mal grob auf einem meiner anderen Kanäle angeschaut, aber es ist an der Zeit, dass ihr das in der kompletten Gänze erlebt. Es gibt eine FNAF Juniors Serie auf YouTube. Während ich das gerade aufnehme, ist vor 19 Stunden endlich der nächste Part rausgekommen. Es ist der längste Part bis jetzt und mir wurde auch zugetragen, dass es bis jetzt der krasseste Part ist. Das ist die Serie von Jake Ryan Southgate und ich sehe gerade, den habe ich auf meinem Main-Channel noch gar nicht abonniert. Gönnt dem Bruder auf jeden Fall ein Abo. Der hat sonst so andere Animationen gemacht und ist jetzt vor 2 Monaten circa auf FNAF Juniors Animationen umgestiegen. Und Freunde, was ihr hier gleich erleben werdet, falls ihr das noch nicht kennt, wow. Bis jetzt gibt es 5 Parts dieser Serie. Circa, eigentlich kam bis jetzt immer jede Woche ein Part. Zum letzten Part hat es jetzt 3 Wochen gedauert, aber soll auch der krasseste sein bis jetzt. Ich bin sehr gespannt, denn den letzten Part habe auch ich noch nicht geguckt. Wir schauen uns jetzt aber nochmal alle Parts an, damit ihr auch alles in der kompletten Gänze erleben könnt, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir starten rein mit First Night as Freddy. So heißt der erste Part. Und diese Optik, dieser Style. So gut aus. Fredbear's Family Diner. Wir haben Spring Bonnie oder eine Junior's Bonnie Version. Eine Junior Spring Bonnie Version. Und eine Junior Freddy Version. Oder Fredbear Version. Seht, dass Freddy oder Fredbear sich ein bisschen komisch verhält. Ich erkläre später nochmal genau, was hier vor sich geht, Freunde. Wenn ihr es nicht schon selber versteht. Ey, es ist so krank. Die Qualität von diesen Videos ist so heftig. Wenn wir gleich alle Parts durchgeguckt haben, müssen wir sowieso nochmal zurückgehen und über ein paar Sachen sprechen, Freunde. Aber kommt auch drauf an, was gleich im letzten Part ist, denn den kenne ich auch noch nicht. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Part, der da heißt Unshackled. Also befreit. Nicht mehr in Ketten. Der Part geht genau da weiter, wo der letzte aufgehört hat. Da versteckt sich hier jemand hinterm Tresen. Und Fredbear versucht, sich zu befreien. Hier sieht man auch echt gut, wie die Animatronics betrieben werden hier in dieser Serie. Nämlich nicht einfach nur elektrisch, sondern offensichtlich auch mit Hydraulik. Weil da sprüht ja irgendwas raus. Oder mit Luftdruck. Hydraulik oder Luftdruck. Aber ich tendiere mal dazu, dass so eine schwere Maschine mit Hydraulik bewegt wird. Jo, der geht erstmal flüchten, der Bruder. Fredbear ist jetzt hier alleine mitten im Restaurant. Fredbear's Family Diner. Da sind Kameras. Alter, wie die Augen leuchten. Es sieht so krank aus. Man hört so Geflüster. Ey, es sieht so heftig aus. Diese Serie ist so krass. Und jetzt haben wir hier Part Nummer 3. Hideaway. Also Versteck. Hideaway, Versteck. Und wir haben hier einen kleinen Jungen, der hier irgendwo in Parts and Service oder so sitzt. Draußen ist What you doing? Why are you hiding? Ist das nicht sogar der Plushie aus It's your birthday. Ja, ne? All your friends are here to see you. November 1983. Bite of 83. Is everything all right, bud? Das ist wohl der Vater Look, von I know it's not the most inventive place to throw your party. Seeing as you're with us here after school. Ach, das ist seine Geburtstagsparty. But there's a great turnout for you. We've invited your whole class. We closed the place just for you. We decorated Arcade Alley and Prize Corner, and I asked Chef John to double the batter of the Freddy's chocolate fudge cake, so it's gonna be enormous. They scare me! Eine Geburtstagsfeier für den Jungen hier in Fredbear's Family Diner. What do you mean?
Fred Bear und Bonnie? Fred Bear und Bonnie machen ihm Angst, sagt er. Well, what's wrong with them? They're running so well now. Bonnie. Well, I spent months tweaking the movement on them to get them to move as smoothly as they do. New servos, new skins. I even got the new hydraulic jaw for Freddy. That was an express from Aaron in Florida. Cost a small fortune, mind you. Ist der Vater Besitzer von dem Restaurant? You should go and enjoy your party. I'm gonna set the next show up. Der go have a bite to eat. I'll catch up with you. Steckt wohl ziemlich viel Arbeit in die Animatronics. Obwohl der Junge Angst vor den Animatronics hat. Und das hier ist Parts and Service, wo die Animatronics gebaut werden. Oder gewartet werden, wie auch immer. Das war Part Nummer 3. Wir schauen mal direkt rein in Part Nummer 4. Hier schauen wir jetzt, oder hier sehen wir jetzt wieder, was mit Freddy passiert. Da sehen wir die Bühne. Und da fehlt jemand. Und Freddy hat auch ganz viel Blut bei sich im Gesicht. Das ist auch noch die Frage, was das soll. Ah, von hier aus kann man... Wow, chill. Oh, er sagt Dad! Das habe ich noch nie gehört, als ich zum ersten Mal geguckt habe. Denn Freunde, ihr glaubt nicht, was hier passiert ist. Dieser kleine Junge, den wir eben gesehen haben. Dieser Junge, der panische Angst vor den Animatronics hat. Den hat's ganz schlimm getroffen. Der ist jetzt selber eine Animatronic und er sucht nach seinem Vater. Und er kann es nicht fassen, was er da sieht. Den Part habe ich schon gesehen, aber ich habe nie gehört, dass er Dad sagt. Er sucht nach seinem Vater und dann sieht er im Spiegel, was aus ihm geworden ist. Schauen wir mal den nächsten und vorerst letzten Part und gleichzeitig auch den längsten Part bis jetzt. Nennt sich The Reveal. 3 1/4 turns clockwise to lock the back panel in place. Aha. This will allow for a tighter connection between the spinal pneumatic tubing and the... Oh, hey there, kiddo. Okay. Good to see you're up and about. That's the spirit. Er hat da irgendwas bei Freddy am... Are you enjoying your party? Am Kiefer zusammengeschraubt? Yeah, don't worry. I get it. I'm not much of a people person myself. Don't get me wrong. I get such a kick out of entertaining you kids. But, doing it behind the, window? Oh. Making these critters sing and dance? Well, that's how I like it. And that's enough for me. The animatronics your father, on the other hand, definitely prefers a crowd. Mr. Alley, hi. Can I go get a slice of pizza now? I'm starving. And then this is gar nicht sein Vater. Not just yet, Jeremy. You'll get your chance. Okay. Das ist gar nicht sein Vater. Er hat gerade gesagt, dein Vater mag. That boy is eager beaver, I tell ya. Er hat gerade eben gesagt, dein Vater mag. You don't have to go, bud. Mag Menschenmengen. You are just in time to help test out the new jaw for your birthday performance. You want to see it? Die wollen den Kiefer testen für seine Geburtstagsperformance. Holy shit. There is nothing to worry about.
Na, I'm here to look after you. Even when your dad's not here. Also sein Dad ist nicht da. Wer ist das dann? Hm? Was haben die miteinander zu tun? Anytime. Time after time? Time after time. Yep, just like your favorite song. We love a bit of a Cyndi Lauper musical jamboree, don't we? Time after time. Time after time. Look, let me show ya. Ah, okay, was zeigt ihm jetzt? Vermutlich nichts Gutes, aber das ist leider das Ende von diesem Video. Ach man! Was wir hier in dieser Videoserie aber scheinbar sehen, ist die Story von einem kleinen Jungen, der, alle Anzeichen deuten darauf hin, von Fredbear gebissen wird. Ja? Der Junge, wir haben es ja gerade im letzten Part gesehen, ich weiß nicht, wer dieser Mann da ist. Offensichtlich ist es nicht der Vater von dem Jungen. Ich dachte, ist es aber nicht. Vielleicht ist es irgendwie so ein Techniker oder der sich da halt in der Location generell um die Animatronics kümmert, habe ich mich schon immer gefragt. Irgendwo müssen da ja Leute angestellt sein, die regelmäßig mit den Animatronics arbeiten. Wofür gibt es sonst einen Parts- und Service-Raum? Ne? Also ist das scheinbar der Typ, der dafür zuständig ist? Aber der Junge muss scheinbar auch irgendwie größer was damit zu tun haben, denn der kann ja nicht einfach bei Parts- und Service reinlaufen und sich da hinsetzen. Ne? Macht ja keinen Sinn. Also ist vielleicht der Vater von dem Jungen, vielleicht der Besitzer der Location, ist der Vater von dem Jungen Afton? Denn wie wir unschwer gesehen haben, haben wir 1983... Es gibt den Bite of 83, wo das Crying Child gebissen wird, Freunde. Wir kennen die Story. Und alles, was wir hier jetzt eben im letzten Video gesehen haben, deutet darauf hin, dass der Junge von Fredbear gebissen wird. Er soll dabei helfen, das neue Gebiss von Fredbear zu testen. Und dabei geht garantiert irgendwas schief. Ist natürlich ein bisschen eine andere Story, als wie wir sie kennen. Aber das hier ist auch nicht offiziell FNAF, sondern eine ziemlich krasse Interpretation des Ganzen. Und wenn wir uns die ersten Videos anschauen und wir sehen, wie viel Blut an Fredbear klebt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas gehörig schiefgelaufen ist. Und wir wissen ja, dass in den Animatronics Kinderseelen wohnen und scheinbar ist die Seele des Jungen in Fredbear reingewandert. Ob mit Beihilfe oder alleine, ist eine andere Frage, können wir noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist der Junge jetzt Fredbear. Und zwar diese Juniors-Version von Fredbear. Und in dem Part hier, Part 3 ist das, glaube ich, oder ist das, nee, das ist Part 4, als Fredbear hier in Parts and Service in den Raum reingerannt kommt, hört genau hin, was er sagt. Habt ihr es gehört? Er ruft Dad, Dad, er sucht seinen Vater. Der Junge ist in Fredbear gelandet und hier sieht er jetzt seine Reflexion und sieht, wo er drin steckt, wie er jetzt aussieht, wer er jetzt ist. Guck, wie groß seine Augen werden, er kann es nicht fassen. Er ist zu dem Ding geworden, vor dem er tierische Angst hat. Und er sagt, no, no. Ganz übel. Und es sieht fast so aus, als würde er nach sich selber suchen. Er zieht sich da irgendwie den Mund auf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Fredbear den Jungen gebissen hat. Unabsichtlich natürlich. Die haben ja nur den Kiefer getestet oder das Gebiss getestet oder wie auch immer. Aber den Jungen hat es offensichtlich erwischt. Oder wir kriegen ja noch einen üblen Plot-Twist rein und es hat den Jungen gar nicht erwischt, sondern irgendwen anders. Und keine Ahnung, aber das ist eine extrem heftige Serie. Deswegen, wer das noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall bei Jake Ryan Southgate vorbei. Gönnt dem auf jeden Fall ein Abo, das hat er verdient. Weil das hat echt krankes Potenzial. Wenn er auf der Qualität weitermacht, Freunde, wow, let's go. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Episode. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr hier gerade gesehen habt. Das hat auf jeden Fall Potenzial, die krasseste FNAF-Serie zu werden, die wir bis jetzt gesehen haben. Daumen nach oben, Channel abonnieren, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.